24 Stunden. Über 80 Rennwegen, 600 Runden. Dieses Rennen raubt einem den Atem. Mit Vollgas geht's in das Racingjahr 2013. Auch das Team von Fachautotech fährt in Dubai die 24 Stunden. Dubai. Stadt der Kontraste, Hotspot der Extreme und Bühne für Rekorde. Racing-Teams aus aller Herren Länder pilgern in die arabische Welt der Superlative zu einem wahren Rennsport-Spektakel. Die Dunlop 24 Hours von Dubai. Es ist das erste Langzeitrennen des Jahres. In der 8. Auflage ist der Stopp der 24-Hour-Series längst ein Muss für viele Motorsportbegeisterte weltweit. Eindrucksvolle Zahlen begleiten das Rennen. 82 Autos stehen in den Pits, 25 Automobilmarken und Fahrer aus 41 Ländern. Ein logistischer Kraftakt. Unter der Regie von Creventic wurden hierfür 70 große Seekontainer nach Dubai manövriert. Es ist ohne Zweifel eines der internationalsten Rennen der Welt. Das Qualifying. Es geht um mehr als nur die Position auf dem Startgrid. Es ist das erste Kräftemessen. Und das Rennsportfieber hat einen wieder. Wir fragen Teamchef Alex Fach. Jedes 24-Stunden-Rennen ist schon mal sehr, sehr speziell. Und von diesen gibt es ja auf der ganzen Welt nicht ganz so viele. Und für die Amateure ist das eigentlich das einzige Rennen, wo sie mit einem vernünftigen Engagement einsteigen können. Alle anderen 24-Stunden-Rennen kann man ja so gar nicht betreiben, wie man es hier machen kann. Die Leistungsdichte ist enorm. Bei etwa 16, 17 Autos, die da ganz vorne weg pushen, frei. Mal sehen, was dann geht. Wir sind mit einem Porsche GT3 R hier. Wir fahren in der Klasse A6, das ist die schnellste Klasse an diesem Rennen hier. Es gibt dort drei Klassen, drei Einstufungen. Eine freie, wo man so schnell fahren kann, wie man will. Dann gibt es die Klasse zwischen 2.05 und 2.07 Rundenzeit. Und da gibt es die Klasse über 2.07. Und je nachdem, in welcher Klasse man da startet, kriegt man Zusatzgewicht oder kann ein bisschen rausnehmen. Wir fahren jetzt die Klasse, wo es einfach null ist. Wir kriegen nichts rein, aber auch nichts raus. Wir hoffen den Amateursieg, wäre wunderschön. Und mit dem zweiten Auto, also das Herz schlägt natürlich für beide Autos, so ein Top-15-Rang im gesamten Feld wäre schon sehr schön. Große Ambitionen im Hause Fach. Die Crew gehört zu den Schnellsten in den Pits, kennt den Kurs, hat Erfahrung und, wie gehört, eine klare Strategie. Mit Topspeed in die Wüstennacht. Die Night Practice Session ist wichtig für die Fahrer, um sich an die teils unbeleuchtete Strecke zu gewöhnen. Hier punkten Erfahrung, Coolness und Kontrolle. Bei über 80 Autos auf dem 5,5 Kilometer langen Rundkurs gilt es, die Nerven und die Übersicht zu behalten. Der Tag ist gekommen. Die Welt des Motorsports geballt im Dubai Autodrome. Teams, Fans, Reporter und natürlich die Grid Girls tummeln sich zwischen den Rennboliden. 7 Marken stehen in den ersten Startreihen. Vorneweg der AMG Mercedes auf Pole. Immer ein großer Moment, glaube ich. Ihr seid eines der erfahrensten Teams, da haben wir gestern schon drüber gesprochen. Aber nochmal die klassische Frage, die Grid-Gefühle sind was Besonderes. Ja, absolut. Man sieht es an der Hühnerhaut, das ist immer was Spezielles. Vor allem so ein Riesenfeld hier zu stehen, nach dieser langen Vorbereitung. Man ist doch etwa ein halbes Jahr lang dran, bis so das ganze Projekt steht. Und jetzt kurz vor dem Start, dann gehen die Emotionen nochmal hoch. Das ist so. Erinnerungen und Hoffnung begegnen sich. Aber auch gute alte Racing-Freunde. Also das Treffen von Freunden ist natürlich so. Das ist, wir Rennfahrer, Gemeinde, Teams und alles, das ist ja eine verschworene Gemeinschaft. Man hilft sich, man kennt sich. Und jetzt kurz vor dem Start denkt man eigentlich nicht zurück, sondern eher an die Zukunft. Man wünscht sich viel Glück, hofft auch bei den anderen, dass da nichts passiert, dass man die auf der Strecke schlägt.
Der Abu Dhabi bei Black Falcon SLS zieht das Feld in die Einführungsrunde. 80 Autos starten in 10 Wertungsklassen. Jedes Rennen ist ein neues Abenteuer. Der Sieger wird exakt 600 Runden auf der Grand Prix-Strecke unterwegs sein. Doch wer wird es sein? Startfrei. 24 Stunden lang zählt nun jede Zehntelsekunde. Die Fahrer ziehen voll durch und wir haben die erste Attacke. Der Attempto Porsche zieht nach wenigen Metern am SLS vorbei und übernimmt die Führung. In den hinteren Reihen ebenso Positionskämpfe. Die Fahrer sind konzentriert, bislang kein Crash. Mit guter Pace zieht Niki Thiem im GT3 97 Cup R vorne weg. Und schon nach einer halben Runde hat auch Claudia Hürtgen mit ihrem BMW Z4 die Black Falcons überholt. Nur ein Auto am Streckenrand bislang. Das Feld zieht vorbei, so auch der GT Academy Nissan. Der Schubert BMW attackiert, doch der Porsche nutzt den Windschatten und schlägt am Ende der Geraden zurück. Rennsportherz, was willst du mehr? Real Racing gleich zu Beginn der 24 Stunden. Und das ist erst der Anfang. Gelassen hält sich Jérôme Bleekemolen im SLS zurück aus dem harten Kampf an der Spitze und behauptet sich kontrolliert auf Position 3. Dann der erste Aufreger. Rauchwolken an der Strecke und bald die traurige Gewissheit. Es ist das führende Team aus Deutschland, Attempto Racing. Feuer an Bord, das aus. Nach den ersten Kontakten liegen Teile auf der Strecke. Die Marshalls zeigen Code 60. Es gelten 60 km/h und Überholverbot. Schleichfahrt also auf dem Kurs, ein guter Zeitpunkt für einen Besuch an der Box. Doch auch hier wird kein Meter verschenkt. Die Teams verarzten erste Blessuren, während sich mancher Dubai-Debütant erst noch orientieren muss. Hier geht's lang. Ein Schreck auch für einen der beiden McLaren, ebenfalls zum ersten Mal dabei. Die beiden GT3 Porsche von Fach kommen ordentlich ins Rennen und machen gleich Plätze gut. Wenig später bremsen zwei Reifenschäden die Schweizer. Doch eine solide Gesamtleistung von Strategen, Fahrern und Mechanikern kompensiert den Zeitverlust. Nur wenige Meter daneben und doch in einer anderen Welt. Das arabische Dorf zwischen den Hügeln des Autodrome schenkt den Besuchern kulturelle Impressionen und Momente der Entspannung. Mit der Dunkelheit kommt eine der spannendsten Phasen des Rennens. Am Ende der Start-Zielgeraden ein spektakulärer Topspeed-Crash. Ein mächtiger Einschlag. Der Fahrer bleibt unversehrt. Nach Ende dieser Code-60-Phase sortiert sich das Feld. Wir sehen den schnellen Z4 auf Position 2. Vor ihm der 97 GT3R von Stadler Motorsport. Ein Amateurteam also auf P1. Mit Startnummer 8 liegt der schnellere der beiden Fach-Porsche auf Rang 3 der A6 Amateurklasse. Die Kollegen mit der 7 drei Ränge dahinter. Im Gesamtklassement sind damit beide in den Top 15. Kaum Zeit, das prächtige Feuerwerk zu bestaunen. Mitternacht im Autodrome. Direkt vor der Boxenmauer zwei Opfer einer Kollision. Der Rum Racing Ferrari ist ziemlich, der GT10 offensichtlich komplett zerstört. Nun muss die ganz große Putzkolonne ran. In Lauerstellung dröhnen die beiden Abu Dhabi SLS über den Kurs. Position 3 und 4 lassen auf spannende Attacken am Ende der Nacht hoffen. Die vorderen Plätze gehören wieder den Profiteams. Der stand nach 12 Stunden auf 1 der AF Corse Ferrari vor dem Schubert BMW. Dann die beiden SLS und der Aston Martin von Kraft aus Hongkong. Drei Amateurteams schieben sich in die Top 10. Darunter gleich beide Porsche von Fach Autotech. Dazwischen ein Lamborghini, der Lapidus McLaren und ein weiterer AMG SLS. So entspannt die Stimmung in der Fachbox auch wirken mag, es ist doch jede Bewegung der beiden GT3 Porsche unter genauer Beobachtung. Die lange Nacht hindurch gilt Safety First. Möglichst konstante Rundenzeiten nahe an der 205 sind das Ziel.
Diese Taktik verschafft dem Fahrer etwas Spielraum, denn der Porsche könnte Zeiten um die 2 Minuten und darunter fahren. So muss nicht jedes der unzähligen Überholmanöver auf der letzten Rille gefahren werden. Und die Strategie macht sich bezahlt. Gegen Ende der Nacht schiebt sich die Nummer 8 sogar Richtung Podium nach vorne. Zeit für ein Zwischenfazit. Ich denke, dass das ganze Team bis jetzt einen fehlerfreien Job gemacht hat. Wir haben natürlich auch Zwischenfälle gehabt, wie die anderen auch. Klar, ich denke, dass unser Auto hält. Wir haben nur ein kleines Problem mit der Kupplung, aber das schon seit mehreren Stunden. Aber ansonsten funktioniert alles einwandfrei. Und ich glaube, ich mache mir gar keine Sorgen, dass wir das Rennen zu Ende fahren. Wir müssen halt jetzt nur schauen, jetzt liegen wir genau auf 4, ob wir nochmal angreifen und schauen, dass wir vorne aufs Podium kommen oder ob wir den ersten Platz in der Amateurmeisterschaft heimfahren, also in der Amateurwertung heimfahren. Es liegt jetzt daran, wie sie die nächsten 2, 3, 4 Stunden entwickeln und dann sehen wir mal weiter. Es bleibt also spannend. Der Schatten der Nacht ist dem Tageslicht gewichen. Nur mehr wenige Stunden. Fachautotech lässt viele Profiteams hinter sich und taucht in den Morgenstunden auf Platz 3 auf. Immer näher kommen die Profis von Craft Racing im Aston Martin, die ohne Zeitlimit ihre Runden fahren können. Die Entscheidung, sie naht. Das sieht auch die Konkurrenz gespannt hin. Ich meine, das mit Fach ist wirklich schön. 2 Porsche auf dem Amateurpodium. Die haben immer noch um den 3. Rang gesamt gekämpft. Aber genau hier in der Box ist das Aston Martin Team. Die haben sich gut durchgekämpft in der letzten Stunde und Fach überholt. Ich glaube zwar, dass sie noch einmal kurz reinkommen müssen, aber 2 Minuten Vorsprung sollte ihnen reichen für Platz 3. Naja, das tut mir schon ein bisschen leid, dass Fach nun nicht auf dem Podium sein wird. Denn die haben wirklich einen tollen Job gemacht. Neidlose Anerkennung also aus dem Rennstall Stadler. Und der Kollege hat es schon vorweggenommen. Fach wird den 3. Platz nicht verteidigen können. Craft Racing pusht konstant und taucht unweigerlich im Rückspiegel der Schweizer auf. Dann der Angriff. Entlang der Boxenmauer zieht der Aston Martin Vantage GT3 vorbei. Die Entscheidung. Das Profiteam aus Hongkong wird den Platz auf dem Podium bis zum Finish verteidigen. Die Entscheidung hier nochmal in Zeitlupe. Den Schweizern aber bleibt ein starker 4. Rang und der umjubelte Sieg in der Amateurwertung. Wir treffen einen durchaus glücklichen Teamchef. Ja, das eigentlich schon hochgerechnet ein bisschen, dass es nicht reicht. Aber ich glaube schon etwa vor 4 Stunden gesagt. Aber Tiano, wir sind absolut happy. 4. Rang, Sieg in der Amateurwertung. Mit dem 2. Auto 6. Rang, 3. Rang in der Amateurwertung. Wenn ich das vorher hätte unterschreiben können, hätte ich das absolut genommen. Und sehr, sehr gerne sogar. Durchaus stolz. Das Fazit nach einem langen Rennen. Ja, man muss sehen, das ist eine Demonstration von unserem Team. Wir haben ja eigentlich nur einen Profi auf den beiden Autos. Und von dem sind wir eigentlich mit, sagen wir, einem Top-10-Rang, wären wir schon zufrieden gewesen an diesem Rennen. Und jetzt haben wir, oder hoffen wir, bedeutend mehr zu haben. Der Moment des Glücks naht. Die Teams bringen sich in Stellung. Und die Checkered Flag beschließt das große Abenteuer. Der Abu Dhabi bei Black Falcon AMG Mercedes gewinnt wie 2012 dominant. Doch wer immer die schwarz-weiße Flagge gesehen hat, er kehrt als Held aus der arabischen Wüste heim. Die 24 Stunden von Dubai 2013. Eine Racing-Show der Superlative. Bunt, einzigartig, schnell. Hinter Black Falcon landet AF Corse mit dem Ferrari und Formel-1-Rentner Mika Salo auf 2. Craft Racing wird 3. Auf 4 das schnellste Amateurteam, Fach Autotech 2. Vor den Jones-Brüdern im Pretty Spark SLS. Der 2. Fach Porsche, wie gehört, auf 6 und damit 3. bei den Amateuren. Dies ist sie, die Erfolgsgeschichte von Fach Autotech bei den Dunlop 24 Hours von Dubai 2013.